Wie unser Luftgewehr nur halt hat ja nicht so eine Reichweite. Donnerwetter. Stärker als der Launcher. Naja. Distribute Bonus Points. Okay, wir haben 470. Was können wir denn hier noch so Schönes machen? Plus 10, wie viel soll das kosten? Das kostet mich 100, achso, das wären 470, kannst du dann hier draufpacken plus 10. Was kann ich bei dem Kleidungsstück machen? Lass mich mal sehen. Ich habe 36 in. Ja, das wären dann plus 2 oder was. Ne? Dann kann ich mir auch schnell hier nochmal schön 10 Waffenpower raufkloppen. Bin ich jetzt bescheuert? Das ist jetzt nicht gemacht. Warum nicht? Okay, weißt du was? So? Ja, das geht, ne? Danke. Geht nicht? Nein. Ah, das ging. Oder? Ja. Alles klar. Genau sollen wir es haben. Jetzt gucke ich noch mal hier kurz nach. Was hatten wir für Items? Medizin, Medizin, Medizin. QM, QM. Ammo Crate. Ja, das sind ist die Scheiße, die wir sowieso dabei haben. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Freund May da. Ja, Freund ist ein bisschen übertrieben. Und schauen uns, was die alle zu sagen haben. Wir schauen uns an, was die alle zu sagen haben, versteht sich. Ja komm, wolltest du was sagen oder nicht oder was? Nicht eine Tür. Ja gut, das wissen wir jetzt, dass der Doktor, der wurde sogar gefeuert dafür, dass er die Patientenverordnung rausgegeben hat. Ja, Melissa war ein paar Mal. Gut, er geht rumschnüffeln, sucht nach ein paar Infos. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt das Ding suchen, bevor das ultimative Sein geboren wird. Ja, Walkie-Talkie. Ach ja, stimmt. 98 oder 97 gab es noch gar keine Handys. Also, nicht so welche. Ach, ja, ich hoffe, er verbrennt nicht irgendwann. Day 5, Evolution. Gut, ich denke, jetzt müsste eigentlich, weil ich das andere unterbrochen hatte, wegen gestorben und wieder hinlaufen, jetzt müsste eigentlich das Video original vorbei sein, ne? So circa von der Zeit. Und dann würde ich sagen, mit Tag 5
startet ein neues Kapitel. Bis dann, euer die Shepherd 82. Hallo und willkommen zurück zu Parasite Eve. Nein, ich mach das jetzt nicht so, lass das jetzt nicht so dramatisch klingen, weil ich immer noch angepisst bin. Aber wir starten in ein neues Kapitel. Nämlich Tag 5. In dem wir hoffentlich auch was besehen können. Ich glaube, Chinatown. Hat der eben überhaupt was von Chinatown gesagt? Warehouse ist klar, Carnegie Hall waren wir auch, Museum, klar, Central Park, NYPD, also, da bleibt mir gar nichts mehr übrig, es gibt ja gar keine, doch, das Museum gibt's auch, klar. Also gehen wir jetzt erstmal ins Museum, oder erstmal nach Chinatown. Lass mal nach Chinatown gehen, weil das hat keiner erwähnt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, Entschuldigung, jetzt lasse ich euch mithören, was ich denke. Sorry. Ja, ist das eine potenzielle Tür zum Öffnen? Nein. Und die da drüben nehme ich mal an, auch nicht. Wisst ihr, was lustig ist? Mir fällt immer wieder auf, ich habe es gerade gemacht, weil ich gerade Army of Two spiele hier nebenbei noch, dass ich in jedem Spiel, seit Splinter Cell an, oder Resident Evil, was auch immer, immer nach einer Zeit ausschließlich auf die Sniper zurückgreife. Ich habe keine Ahnung, warum. PE plus One. Nehmen wir. Und es kommen Gegner in Chinatown, auf der Straße. Oh, das sind mal wieder irgendwelche... Oh, Feuerschwänzchen, wa? Wow. Oh, 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 ihr tut zieht aber nicht wenig ab, ne, Kollegen? Da müssen wir mal ein bisschen runterschrauben. Ja, und da brauche ich im Moment auch... Bevor ich Ammo brauche, brauche ich eher andere Sachen. Ja gut, das Gute ist, sollten irgendwo mal eine Stelle sein, wo die Gegner unendlich kommen, also wo ich auch nicht so weit, wo ich mal wieder hin und her zurücklaufen muss, dann... nein. Dann kann man da aufstufen. Natürlich ohne euch. Ich will ja hier keinen penetrieren. Aha, nächste Gegner. Wieder die gleichen, sondern rechts sein. Ich mag, dass wir im gleichen Gegner sind, weil... ist weniger... Ah ne, das sind Schlangen. Scheiße. Das ist nicht so gut. Aber dann müssen wir die Schlangen... Und die halten auch noch was aus. Aber ich habe jetzt abwechselnd mal einen Raum zum Laufen. So dass die Schlangen mich nicht zwingend vergiften können. Das mit dem einen Schuss, das finde ich bedauerlich. Also das finde ich schade. Aber vielleicht haben wir Glück und finden hier schon wieder eine neue Sniper. Alles nur Ammo. Ich brauche mal Medizin. Ich will euch nicht auf den Pelz drücken, aber ich könnte Medizin gebrauchen. Hier haben wir schon das erste Teflon. Nehmen wir auch gleich mal wahr, warum nicht. Und speichern. Ja, wir haben... Speichern wir doch einfach hier drüber. War wahrscheinlich sowieso irgendein angefangener Fuck-Spielstand. So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier schon wieder
Ach, das war eine Kiste. Grenade Launcher, da haben wir den nächsten. Leider gerade kein Tool aktuell. Aber ich nehme mal an, das wird sich hier ganz leicht finden. Wie viel hat er denn? Wie viel Power? Der Grenade Launcher, der neue. 54 hat er. Genauso wie unsere Waffe hier. Er hat nicht so viel. Wir probieren aber mal aus, würde ich sagen. Warum auch nicht? Denn weniger Schüsse kann er auch nicht abgeben. Genauso viel Durchschlag hat er. Und außer Nähe, ganz ehrlich. Wann komme ich mal dazu, von weit weg zu schießen mit der Sniper? Gar nicht, richtig? Genau. Ah, da ist mal Eda auch schon. Da hinten ist aber noch eine Truhe. Oh. Ja, wir wollen natürlich runter und er und mögen nur, dass er Daniel Bescheid sagt. Oh, er gibt mir schon wieder irgendeinen Scheiß. Mein ganzes Inventar stopft dir mal voll mit irgendeiner Wichse. Idiot. Ammo. Okay, naja gut. Wie gesagt, ich wünsche mir immer, ich wünsch mir gerade Medizin, aber Ammo ist natürlich immer verträglich. So, lass mal sehen. Nee, das natürlich nicht. 19 von. Ja, ey, das ist so nett. Ich finde das so nett, dass er das macht. Also, dass er mein Inventar so zumüllt, das finde ich göttlich. Was kann man mehr verlangen, oder? Ganz ehrlich. Können wir natürlich einer von euch Schlaumetzen Bescheid sagen, wofür diese Charms sind. Wahrscheinlich haben diese halt die tolle Funktion. Ich habe es bloß noch nicht gemerkt. Oder sind einfach nur bekackte Glücksbringer. Auf diesen Mentos habe ich keinen Hunger mehr. Okay. Next Stage. In der wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir laufen hier einfach mal so ein bisschen bisschen wirr. Hier gibt es schon mal was. Ammo. Langsam habe ich genug Ammo. Ich könnte mal was anderes gebrauchen. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Bats. Na, was können die denn? Boah. Alter, sie können auf jeden Fall was mir. Was mich erblinden lässt? Ernsthaft? Stripeness. Ich weiß nicht, vielleicht zählt das dazu. Ich weiß es nicht. Ach, Prevents. Ja gut, das bringt mich jetzt natürlich weiter und ich kann mich auch nicht im Wasser so gut bewegen, also okay, das heißt schon mal, das ist zum Beispiel schon mal richtig, richtig scheiße, was hier passiert, ja. Gut, damit wäre das Viech tot. QD. Klar, mal 3. Ich hab ja auch nicht viele Items oder so.
Oh Gott. Lass uns mal gucken. Also, ich weiß, dass das hier gegen Blindheit ist wahrscheinlich, ne? Prevents Darkness, of course. Die werden wir jetzt einfach im Kampf immer benutzen gleich. Dann können wir es, eben gerade hat man es gesehen, das Item wirkt vorträglich auch schon, ne? Sofern ich das richtig erblickt habe. So, in welche Richtung gehen wir jetzt überhaupt? Unten erscheint mir immer wie, da geht es bestimmt weiter. Ich gehe erstmal oben lang. Das wird bestimmt kein schönes Level. Es sei denn, es geht einfach nicht weiter. Dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir jetzt in die gegengesetzte Richtung nach ganz unten. Scheiß Kloake. La 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 la. Offense. Offense finde ich gut. So, das benutzen wir. Aber auf unser Rifle. Denn der Energy Shot, wenn ich mich nicht irre, und man ihn auf jeder Waffe machen kann, ist sogar vielleicht auf diesem Rifle besser gewesen wäre. Gegner. Oh, Froggy Frick Frog Frog. Ich nehme an, der wird mich dann wieder mal vergiften können. Und zur Abwechslung. Nee, ja. Er lindert unsere Defensive ein wenig. Und ich bin eigentlich nicht blind, aber ich treffe trotzdem nicht. Aber gut, vielleicht ist das, liegt das auch ein bisschen an der Waffe. Ich weiß es nicht. Auch Medizin. Das ist gut. Davon mag es mehr geben, bitte. Fledermäuse. Jawohl. Und Schlangen. Jawohl. Geh mir und dann nehmen wir jetzt mal, bevor wir überhaupt mit diesem Scheiß getroffen werden. Warte. Bist du be... Was ist denn kaputt bei den allen? Klasse. Okay, man sieht sich.